Einer der Zettel hat einen Fleck. Offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Der Wein hat eine Hier Marke. Gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Saint-Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Saint-Retour. Jahrgang 1269. Aus dem Fleck. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der Sangreal gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Ich habe da einen anderen Verdacht. Sangreal, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet. Sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es Sangreal ist, dann ist es Sangreal. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Das ist der Haupt. Wir werden inkognito reisen. Der Hauptmann, Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Ja, aber es ist, ich habe den starken Verdacht, dass er das Wein vom Hof ist, und wenn es nicht die Königin selbst gewesen war, dann ist es, wenn das mal nicht der Hauptmann ist, der war mir von Anfang an sehr sass. Ja, bin bereit. Dann musst du, das wunderbar. Ist, Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Als ob nicht jeder in dem Königreich ihr Gesicht kennt. Aha. Popkatz. Jetzt gehen wir also auf Monsterjagd. Einige Zeit später die Straße zum Castel Ravello. Hattest du schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja. Wie ist das ausgegangen? Hast du ihn getötet? Ich muss hier eine Werte zum Castel Ravello. Er hatte niemanden umgebracht. Ah, okay. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt. Auf dem Castel getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Komm schon!
Bruder! Mit den Schwertern auf den Rücken! Hilf uns! Zieh nur! Gerade nicht. Eine wichtigere Queste zu tun. Nicht so schnell, Plätze. Ich muss umdrehen. Finger. Jetzt mal ein bisschen aufholen. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello. Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Geralt. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Ist das der Heilige Gral? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht nur der Name. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta! Hauptmann de la Tour, wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohl auf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Mit dir reden? Inspektion. Wir kommen mit einigen Fragen zu dir. In diesem Land gilt es als höflich, sich erstmal vorzustellen. Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Wer bringt die Fässer zum Palast? Wir haben eine eigene Garnison. Wachen, die seit Jahren Dienst tun und mit ihrem Kopf für den Wein gerade stehen. Der verhält sich immer noch sehr sass. Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Du machst den Wein ja nicht alleine. Wir sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder, aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich, jedes einzelne. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Da muss ich davon ausgehen, dass er Phase werden muss. Abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Und der Hauptmann? Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert?
Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeig ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Aha. Wir warten hier, Meister Fabrizio. Willkommen, also was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Okay, ich würde sagen, bevor wir hier noch irgendwas reinstöbern. Na, die geht vor, wir können nicht warten. Also, ich glaub, man wo fangen wir schnell an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Dann wollen wir mal. Das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Aha, von der Sangria des Jahrgangs 1269. Okay, wie soll das jetzt funktionieren? Jahrgang 1269. Herr Belus, den mag ich, schön trocken. Hervorragender Wein, du hast Geschmack. Der falsche, nicht den wir brauchen. Zapfahren. Zapfen und Holzhammer. Na dann, oh, zapft es. Falsche Keller. Das ist nicht der Bierkeller. Hier drüben ist Pomino. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Ja, hier haben wir noch einen. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Ach, gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Okay, vielleicht mal nach oben. Macht Sinn, dass die oben die besseren Weine nicht ganz unklar wird werden. Falsches Jahrgang. San Real, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Tja. Ich suche nicht. Hier vielleicht. Plündern. Wieder falscher Jahrgang. San Real. Das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Über 69.
Hier. Sein Gewehr 69. Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Aha, klopft die Fässer an. Voll. 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 Das Letzte ist es wahrscheinlich. Ja, hier, klopf. Das hier ist auch voll. Voll. Natürlich. Das hier ist auch voll. Alle voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Kosten wir. Sie und probieren. Fertig. Ach du Scheiße. Besaufen wir uns. Fangen wir diesmal hier an. Bereit. Geht zur Seite. Besauf dich, Prinzessin. Und? Diese Gewürznoten, einmalig. Das ist Sangreal. Hey. Okay, der ist auch. Oha. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist der Billigwein von der was? Übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Tütenwein, sag ich doch. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio, aus dem Tetra mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Der ist damals noch nicht. Das Tetrapack war noch nicht erfunden. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte vergib mir. Hätte er das Warum nicht gleich sagen hast du können? Das getan? Es hätte einiges an Zeit erspart. Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Was war ja klar. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Aha. Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Und wie wurde der Wein übergeben?
Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Foastre getroffen. Aha, ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Spuren. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Aha. Kümmern wir sie vielleicht damit kühlen? Das reicht. Dann kommen wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Er könnte unser Köder sein. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Die Folge annehmen. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Foastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Aha. Bin ich gespannt, wie die Übergabe jetzt abläuft. Einige Stunden später, die Ruinen von Foastre. Entspann dich. Wir warten hier. Wir werden kämpfen müssen. Hoffentlich wird der Kampf nicht zu brutal. Oha. Der ganze Trupp. Unser lieber Winzer. Nein, viel Anzeige. Der Winzer ist weggesperrt. Hier kommt Geralt. Das ist er nicht. Oha. Was war dies? Ach so. Unsere Versteckung. Kampf. Nicht angreifen. Nee. Sie brennen. Eine regelrechte Schlacht. Oh, verdammt. Gehen sie zugrunde. Oha. Das Bogenschützen. Oh, war ja. Das Fass. Ich wollte schon abhauen. Errungenschaft hätte dreifache Gefahr. Na toll. Ich wollte schon abhauen. So ein Dreck. Dieses Fass. Ja.
Here we go again. Ach, hier wieder. Können wir es überspringen? Von hinten. Oh, komm. Wir müssen sie von hinten treffen. Banditen sind mir am liebsten. Verdammt, sie sind nicht hart getroffen. Nicht in die Nähe der Fässer schlagen. Haben wir hier noch? Haben wir sie? Sehr schön. Bilde ich es mir ein oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Wir müssen uns ja nicht mögen, sondern nur unsere Arbeit tun. Wenn du es so sehen willst. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Aha. Was? Sie ist hier? Du hast doch hoffentlich nicht geglaubt, ich würde euch die Sache alleine überlassen, wo doch jede Stunde zählt. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Das war ein Fehler. Noch einmal, wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte. Wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Warte, ich bin doch Überzeugungskraft hier. Ich brauche einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Können wir ihn nicht einfach befragen? Das können wir... Eigentlich greife ich nur im Notfall zu solchen Maßnahmen, aber in diesem Fall kann ich wohl eine Ausnahme machen. Tu, was du für richtig hältst. Er gehört dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Na dann, let's go. Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen!
Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentrier. So nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintria. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Na dann. Auf in die Stadt. Thank you.